Sehr geehrte Pastoren, Theologen und liebe Familie auf der ganzen Welt, herzlich willkommen zum Online-Seminar von Shincheonji über das Zeugnis der Offenbarung des Alten und des Neuen Testaments nach Kapiteln. Mein Name ist Gu Cheol-yong und ich habe die Ehre, das Seminar zu moderieren. In der vergangenen Stunde haben Sie mit dem Lehrer des Stammes Bartholomäus von der Realität des Sohnes erfahren, der das Erbe Gottes erhält. Die Shincheonji-Kirche Jesu kann deshalb von der Bedeutung der Gleichnisse der Bibel und ihrer wahren Realität sprechen, weil die Zeit gekommen ist, die Gott für die Offenbarung aller Gleichnisse der Bibel verheißen hat. Und weil es den Hirten gibt, der gesehen und gehört hat, wie Jesus alle die Gleichnisse des Himmelreichs erfüllt. Deshalb wünsche ich Ihnen auch für heute eine große Erkenntnis der Gleichnisse des Alten und des Neuen Testaments und die Erkenntnis ihrer Realität. Bevor wir beginnen, wollen wir gemeinsam beten. Vater Gott, der du Schöpfer des Himmels und der Erde bist und der du über das Leben und den Segen für jedes Lebewesen bestimmst. Ich danke dir aus tiefstem Herzen, dass du uns heute durch eine weitere Stunde erlaubst, von dem Alten und dem Neuen Testament zu sprechen, die du uns offenbart hast. Bitte schenk jedem Teilnehmenden das Auge, das Ohr und das Herz, damit sie sehen, hören und erkennen können. Bitte schenk ihnen viel Gnade und leite den Lehrer, der uns heute dein Wort bezeugt. Dies alles habe ich im Namen Jesu gebetet. Amen. Von nun an wird von den Gleichnissen der Bibel und von ihrer Realität gesprochen werden. Heute erfahren Sie anhand von Mittelstufenlektion 21 von dem neuen Himmel und der neuen Erde, dem Reich des Sieges in der Bibel und die Verfolgung von diesem Reich. Lassen Sie uns unser Herz weit öffnen und große Erkenntnis von der Stunde erlangen. Nun empfangen wir den Lehrer Kang Tae-un des Stammes Matthäus. Sehr geehrte Pastoren, Theologen und liebe Geschwister des Glaubens, die an Gott glauben und auf das Himmelreich hoffen. Herzlich willkommen zum heutigen Seminar. Mein Name ist Kang Tae-un und ich bin der Gemeindeleiter der Shincheonji-Gemeinde in Mansu des Stammes Matthäus. Vielen Dank, dass Sie an dem Online-Seminar von Shincheonji über die Offenbarung des Alten und des Neuen Testaments nach Kapiteln teilnehmen. Heute erfahren Sie durch die Mittelstufenlektion 21 von dem neuen Himmel und der neuen Erde, des Reiches des Sieges in der Bibel und von der Verfolgung von diesem Reich. Die Hauptbibelstellen sind Johannes 8, Matthäus 10, Matthäus 25, Johannes 16, Offenbarung 7, Offenbarung 14 und Offenbarung 21. Vielleicht kennen Sie diese Bibelstellen schon aus einem anderen Kontext oder durch Ihr Bibelstudium. Passen Sie gut auf, denn heute werden Sie tiefe Erkenntnisse über diese Bibelstellen erlangen, die Sie vorher nicht erkannt haben. Ich wünsche Ihnen klares Verständnis über die heutigen Inhalte und viel Gnade. Als erstes widmen wir uns dem Thema Verfolgung. Woher kommt die Verfolgung? Die Bibel erklärt den Hintergrund. Sie sagt, dass es insgesamt zwei Arten von Göttern gibt. Der eine ist Gott, der Heilige Geist. Der andere ist der Teufel, der böse Geist. Die Geschichte beginnt damit, dass der Teufel danach begehrt hat, selbst Gott zu werden. Er stellte sich deshalb gegen Gott und betrog ihn. Er fiel von Gott ab. Und so entstand der erste böse Geist. Dieser verführte später Adam, sodass Adam zum Teufel zugehörig wurde, obwohl er vorher zu Gott gehört hatte.
Die Bibel zeigt in 1. Mose 6, dass Gott aufgrund der Sünde Adams die Welt verlassen musste. Ab diesem Zeitpunkt herrscht der Teufel über die Erde. Gott arbeitet seitdem dafür, die Welt zurückzuerobern und sie wiederherzustellen. Dafür sandte er zu jedem Zeitalter seinen Boten zu den Menschen und sprach von seinem Ziel und seinem Plan. Natürlich wollte der Teufel die Erde nicht in Gottes Hände abgeben und wehrte sich dagegen. Das führte dazu, dass es zu jedem Zeitalter Krieg zwischen den zwei Arten von Geistern gab, die Boten Gottes von den Hirten der Welt verfolgt und sogar getötet wurden. Die Welt wurde seit dem Sündenfall Adams in Satans Hände übergeben und die Menschen leben unter der Herrschaft Satans. Dies führte dazu, dass die Menschen durch den Einfluss Satans viel mehr seinen Worten vertrauen, anstatt den Worten Gottes zu vertrauen. Man schenkte deshalb den Boten Gottes keinen Glauben und verfolgte sie. Das ist die Geschichte der Verfolgung, von der die Bibel spricht. Daran erkennen wir, dass die Verfolger vom Teufel sind und die Verfolgten hingegen von Gott sind. Die Bibel sagt in Matthäus 5, Vers 9 bis 12: Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Wer zum Teufel gehört, verfolgt wie der Teufel auch andere. Dies ist ein Merkmal, woran man unterscheiden kann, ob jemand zu Gott oder zum Teufel gehört. Die Bibel zeigt, dass die Menschen, die von Gott waren, egal zu welcher Zeit, verfolgt wurden. Das sieht man am besten an der Zeit vor 2000 Jahren, als Jesus auf die Erde kam. Lassen Sie uns in Johannes 8, Vers 44, Vers 47 lesen und die Geschichte der Verfolgung von Gottesmenschen tiefer verstehen. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer von euch überführt mich einer Sünde? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Die Bibel zeigt in Johannes 8, Vers 45, dass Jesus vor 2000 Jahren die Wahrheit bezeugte und er sprach von dem Gesetz der Freiheit. In Johannes 8, Vers 51 hat er sogar von dem Plan Gottes gesprochen, und zwar vom Leben in der Ewigkeit. Die Hirten in Jerusalem hingegen erzählten Lügen, wie die Bibel in Johannes 8, Vers 44 zeigt. Und sie sprachen von den Gesetzen Mose. Sie glaubten nicht an das ewige Leben und verfolgten sogar Jesus, der vom ewigen Leben sprach. Darum sagte Jesus zu den Hirten in Jerusalem, dass ihr Vater der Teufel sei und sie deshalb wie der Teufel Lügen erzählen. Was haben also die Hirten damals getan? Sie waren aus dem Samen des Teufels geboren und erzählten Lügen. Jesus aber war aus dem Samen Gottes geboren und redete die Wahrheit. Die Hirten in Jerusalem von vor 2000 Jahren glaubten aber nicht an die Wahrheit. Die Frage ist, warum glaubten die Hirten Jerusalems nicht an die Wahrheit? Der Grund ist, weil sie nach Johannes 8, Vers 47 nicht von Gott, sondern vom Teufel waren. Die Hirten Jerusalems von vor 2000 Jahren verfolgten Jesus und seine Jünger und töteten sie.
Daran erkennt man eindeutig, dass die Hirten Jerusalems von Teufel waren. Ein krasser Fakt ist, dass die Geschichte der Verfolgung nach Jesus nicht aufgehört hat, sondern bis heute zu der Zeit der Wiederkunft Jesu weitergeht. Was denken Sie, wie es in der Glaubenswelt heute zur Zeit der Wiederkunft Jesu ist? Jesus sprach in Matthäus 13, Vers 39, dass die Erntezeit die Vollendung des Zeitalters sei. Diese Zeit ist die Zeit, in der Jesus wiederkehrt. Die Welt, die in der Zeit der Wiederkunft Jesu endet, ist die Glaubenswelt, in der Gott einst den Samen des Wortes gesät hatte. Warum muss die Glaubenswelt enden? Über den Grund spricht die Bibel in Lukas 18, Vers 8. Denn in Lukas 18, Vers 8 sprach Jesus die Realität der Glaubenswelt an. Wir lesen in Lukas 18, Vers 8. Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Jesus sagt, doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Welche Zeit ist die Zeit, in der der Menschensohn wiederkommt? Die Zeit der Wiederkunft Jesu. Die Bibel zeigt in Lukas 18, Vers 8, wie Jesus die Lage der Glaubenswelt zu der Zeit seiner Wiederkunft prophezeite. Was sagt Jesus? Er sagt, dass die Menschen keinen Glauben haben werden, verdorben und widerspenstig sein werden. Frage: Warum sagt Jesus, dass es niemanden geben wird, der richtig glaubt? Der Grund ist nach Offenbarung 22, Vers 18 bis 19, ihr falscher Umgang mit der Offenbarung. Sie fügen etwas hinzu oder nehmen etwas davon weg. Nächste Frage: Warum gehen die traditionellen Gemeinden mit der Offenbarung falsch um, indem sie hinzufügen oder wegnehmen? Die Antwort steht in Offenbarung 5. Die Bibel zeigt in Offenbarung 5 ein Buch, das mit 7 Siegeln versiegelt und in der rechten Hand Gottes ist. Das ist das Buch der Offenbarung. Es ist in einem versiegelten Zustand, sodass niemand es öffnen oder hineinblicken kann. Das zeigt die echte Lage der Glaubenswelt, in der niemand die Offenbarung versteht und man deshalb etwas hinzufügt oder wegnimmt. Die Folge ist nach Offenbarung 18, Vers 3 und Vers 23, dass alle Nationen von dem Wein der Unzucht, den Bibelkommentaren, gefallen sind und mit dem Geist des Teufels geheiratet haben. Jesus hatte also in dem Neuen Testament die nackte Wahrheit über den Zustand der Glaubenswelt zur Zeit der Wiederkunft prophezeit. Ja, in der Tat gehen die traditionellen Gemeinden mit der Offenbarung so um, indem sie etwas hinzufügen oder wegnehmen. Und sie haben mit dem Geist des Teufels geheiratet. Das Neue Testament der Bibel prophezeit außerdem, dass die, die mit dem Geist des Teufels verheiratet sind, jemanden verfolgen werden. Lassen Sie uns in Matthäus 10, Vers 17 bis 18 lesen und von der Verfolgung zur Zeit der Wiederkunft Jesu erfahren, von der das Neue Testament spricht. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch an Gerichte überliefern und in ihren Synagogen euch geißeln. Und auch vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen, ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Jesus sagt in Matthäus 10, dass die Arbeiter Gottes Verfolgung erleiden werden. Wie passiert das? Indem die, die vom Teufel sind, die Arbeiter Gottes an Gerichte überliefern und in ihren Synagogen geißeln. Was passiert noch? Sie werden vor Statthaltern und Königen geführt werden. Jesus prophezeite nicht nur, wie seine Jünger damals verfolgt werden würden, sondern auch, wie die Arbeiter Gottes zu der Zeit der Wiederkunft Jesu verfolgt werden würden. Nach dieser Prophetie von Jesus
ist die Shincheonji-Gemeinde heute in der Tat unterdrückt worden, indem ihr Durchsuchungen und Inhaftierungen widerfahren sind. Das ist die Verfolgung, die Jesus in dem Neuen Testament für die Zeit seiner Wiederkunft verheißen hat. Jesus sprach in Matthäus 25, dass es zur Zeit seiner Wiederkunft Gläubige wie Schafe geben wird. Diese sind die, die sich um ihre Brüder gekümmert haben, als sie im Gefängnis festgehalten wurden. Gläubige wie Böcke hingegen sind die, die sich nicht um ihre gefangenen Brüder gekümmert haben. Daran können wir erkennen, dass die Menschen, die von Gott sind, zur Zeit der Wiederkunft Jesu genauso wie vor 2000 Jahren unterdrückt werden, indem sie im Gefängnis festgehalten werden. So geschieht die Verfolgung zur Zeit der Wiederkunft Jesu, wie sie im Neuen Testament vorhergesagt war. Jesus prophezeite in Johannes 16, Vers 1 bis 4, dass das Volk Gottes geopfert werden wird. Die Menschen, die sich mit der Welt vereint haben, unterdrückten die Angehörigen des Volkes Gottes und töteten sie sogar. Das Krasse ist, dass die Unterdrücker daran glauben, dies sei der richtige Weg und ein Dienst Gottes. Auch diese Vorhersage hat sich heute bereits erfüllt. Denn vier Angehörige von der Shincheonji-Gemeinde haben durch die Verfolgung ihr Leben verloren. Es waren sehr bedauerliche Ereignisse. Wir glauben aber daran, dass Gott und Jesus jedem, der für ihren Tod verantwortlich ist, nach seinen Werken vergelten werden. Jesus sprach in Lukas 17, Vers 25, dass der verheißene Hirte viel leiden und von seinem Geschlecht verworfen werden wird. Jesus hat also eine Person prophezeit und dass er, wenn er als Geist wiederkommt, mit der Person zusammen sein wird. Diese Person ist der verheißene Hirte des Neuen Testaments. Das ist der verheißene Hirte des neuen Himmels und der neuen Erde. Denn er hat viel gelitten und wurde von den traditionellen Gemeinden ausgestoßen. Die Prophetien über den verheißenen Hirten haben sich heute erfüllt. Der verheißene Hirte des Neuen Testaments als Zeuge Jesu ist nach Offenbarung 11 einmal von dem Tier des Abgrundes geistlich getötet worden. Außerdem hat der verheißene Hirte der Shincheonji-Gemeinde viel Leiden empfangen, was immer noch so ist. Der verheißene Hirte des neuen Himmels und der neuen Erde lehrt auf Grundlage der Bibel den Plan Gottes und Jesu, nämlich das ewige Leben. Doch die Hirten der traditionellen Gemeinden glauben nicht daran. Stattdessen nennen sie ihn Sekte und verfolgen ihn. Das ist die Realität der Glaubenswelt heute. Man sieht in der Gegenwart, wie sich viele Hirten und Mitglieder der traditionellen Gemeinden mit den Menschen der Welt vereint haben und den verheißenen Hirten und die 12 Stämme des neuen Himmels und der neuen Erde verfolgen. Das ist die Verfolgung, welche das Neue Testament verheißen hat. Und die Verfolgung, die genau nach den Prophetien in Matthäus 10, 25 und Johannes 16 und 17 geschehen ist. Daran können wir erkennen, wer heute die Realität der Verfolger und der Verfolgten ist. Die Realität der Verfolger sind die Hirten, also Leiter und die Mitglieder der traditionellen Gemeinden nach Offenbarung 6. Sie verfälschen die verheißenen Worte Gottes und verfeinden sich mit Gemeinschaften, die nicht von derselben Wurzel sind. Unterdrücken sie und verfolgen sie. Und das tun sie, weil sie aus dem Samen des Teufels geboren und daher nicht geerntet wurden. Sie sind Kinder des Teufels und verhalten sich ähnlich wie der Teufel, indem sie andere verfolgen. Wer ist dann die Realität derer, die verfolgt werden? Ja,
Sie sind die 12 Stämme des neuen Reiches und des neuen Volkes aus Offenbarung 7. Sie sind Söhne Gottes, die nach der Verheißung in Offenbarung 14 geerntet wurden. Die Bibel spricht in Matthäus 13, Vers 24 bis 30 und Vers 37 bis 39, was mit denen passiert, die geerntet wurden, und was mit denen passiert, die nicht geerntet wurden. Sie werden während der Vollendung des Zeitalters, sprich in der Erntezeit, unterschieden. Die Söhne des Teufels, die verfolgen, werden verbrannt, während die Söhne Gottes nach der Ernte all die Verfolgung überwinden und mit dem ewigen Leben im Himmelreich gesegnet werden. Die Bibel zeigt also den Sieg der 12 Stämme des neuen Himmels und der neuen Erde, des neuen Reiches und des neuen Volkes. Nun wollen wir Näheres von diesem Reich erfahren. Was bedeutet es zu siegen? Sieg bedeutet den Sieg im Kampf. Die Bibel zeigt in Offenbarung 13 den ersten Krieg. Bei diesem gewinnen die Angehörigen des Teufels, weil das auserwählte Volk Gottes leider abgefallen ist. Es geht weiter mit dem nächsten Krieg in Offenbarung 12. Lassen Sie uns in Offenbarung 12, Vers 9 bis 11 lesen und erfahren, wie der zweite Kampf endet. Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Offenbarung 12 zeigt die zweite Schlacht und wie sie endet. Sie endet damit, dass der verheißene Hirte, sprich der Überwinder und seine Brüder, mit dem Blut Jesu und dem Wort des Zeugnisses gegen die Schar des Drachen kämpfen und überwinden. Die Angehörigen Gottes haben also den geistlichen Krieg gewonnen. Beim ersten hat das auserwählte Volk Gottes den Krieg aufgrund ihres Abfalls verloren. Doch beim zweiten haben die Angehörigen Gottes gewonnen, weil der Überwinder und seine Brüder mit ihrem Leben und mit der Wahrheit gekämpft haben. So wurde die Schar des Drachen besiegt und das Reich, das Heil und die Kraft Gottes konnte beginnen. Vorher gab es weder das Reich noch das Heil. Seit dem Sieg über die Schar des Drachen gibt es jedoch das Reich und das Heil Gottes. Das Reich Gottes, das durch den Sieg gebaut wurde, ist der Tempel des Zeltes des Zeugnisses, die Shincheonji-Gemeinde. Sie wurde nach der Verheißung in Offenbarung 15 gebaut. Der neue Himmel und die neue Erde hat sich mit dem Wort der Wahrheit bewaffnet und die Verfolgung sowie den Krieg überwunden. Und sie wurde nach der Offenbarung des neuen Bundes erschaffen. Gott hat durch die Überwinder sein Werk der Rettung und des Gerichts ausgeführt. Die Überwinder vom Tempel des Zeltes des Zeugnisses aus Offenbarung 15, 16 und 12 sind folglich zu den sieben Schalen geworden und haben die Abgefallenen und die Zerstörer gerichtet. Gott hat die Überwinder, die die Schar des Drachen besiegt haben, zu seinen Zornschalen gemacht und hat durch sie sein Gericht geführt, indem er seinen Zorn auf die Abgefallenen und die Zerstörer ausgegossen hat. Babylon, das Reich der Dämonen, wird in Offenbarung 18 gerichtet und beendet. Dann findet das Hochzeitsmahl des Lammes in Offenbarung 19 statt.
An diesem Ort wird der Ochse Gottes und das Mastvieh geschlachtet. Das heißt, die Abgefallenen und die Zerstörer werden gerichtet. Dann werden Menschen eingeladen. Gott und Jesus werden hier empfangen. Auch die Engel und die Geister der Märtyrer kommen und das Hochzeitsmahl wird gefeiert. Am Ende wird dann der Drache in Offenbarung 20 ergriffen und im Abgrund eingesperrt. Dann findet die erste Auferstehung statt. Frage: Was denken Sie, wer an der ersten Auferstehung teilnimmt? Die Teilnehmer an der ersten Auferstehung sind die Geister und das Fleisch, die an dem Hochzeitsmahl teilgenommen haben. Das heißt, die Geister der Märtyrer und die im Fleisch Überlebenden, die das Mahlzeichen des Tieres nicht empfangen haben. Die Geister und das Fleisch, sie werden eins und herrschen für 1000 Jahre als Könige. Alle Untertanen des Drachen werden laut Offenbarung 19 ergriffen und das Heer zum Dienst des Drachen verschwindet. Der Drache wird ergriffen und die Herrschaft Gottes und seine Friedenswelt beginnt. Der Teufel hat seit dem Sündenfall Adams, also seit sehr langer Zeit, ca. 6000 Jahren die Welt beherrscht. Die Erde war deshalb voll mit Verfolgung und Krieg statt mit Frieden. Gott wird aber das Werk des Teufels beenden und durch sein Reich des Sieges den neuen Himmel und die neue Erde, den Frieden auf der Erde nach der Bibel verwirklichen. Gott hat auch in Offenbarung 21, Vers 1 bis 6 versprochen, auf den neuen Himmel und die neue Erde herabzukommen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jeder Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wovon spricht die Bibel? Sie spricht davon, dass die vorherige Welt, sprich der erste Himmel und die erste Erde, vergehen wird und statt ihr der neue Himmel und die neue Erde erschaffen wird. Der neue Himmel und die neue Erde ist gekürzt das Reich des Sieges, das mit der Wahrheit gesiegt hat. Die Bibel beweist, dass die Shinton-Gemeinde nach den Verheißungen der Offenbarung durch den verheißenen Hirten, dem Überwinder, geschaffen wurde und mit der Wahrheit überwunden hat. Gott und sein Himmelreich der geistigen Welt, also die heilige Stadt, das neue Jerusalem, kommt auf den neuen Himmel und die neue Erde herab. Im neuen Himmel und der neuen Erde gibt es keinen Tod, keine Trauer, kein Geschrei und kein Schmerz. Gott und Jesus werden diese Welt verwirklichen, so wie sie sie verheißen haben. Das ist ihr Wunsch und Ziel und gleichzeitig die Hoffnung von allen Menschen, die an Gott glauben. Frage: Was müssen die Gläubigen tun, um diese Hoffnung zu verwirklichen? Ja, sie müssen zum neuen Himmel und zur neuen Erde, dem Reich des Sieges kommen, in dem es die Wahrheit gibt. Die Shinchonji-Gemeinde hat nach Offenbarung 7, Vers 1 bis 8 die ersten 144.000 Menschen der 12 Stämme versiegelt. Die Offenbarung spricht in Kapitel 7, Vers 9 und Vers 14, dass nach der Versiegelung der ersten 144.000 Menschen eine große Volksmenge in weißen Kleidern aus der großen Bedrängnis kommen wird. Genau das bewirkt die Gemeinde des neuen Himmels in der neuen Erde,
indem sie durch das weltweite Shincheonji Online-Seminar die Prophetien und ihre Realität nach den 6W-Fragen bezeugt. Zahlreiche Pastoren haben die Lehre bestaunt und sie als Wahrheit anerkannt und sind dankbar, sie zu empfangen. Viele Gemeinden und Denominationen haben bereits die MOU mit der Shincheonji-Gemeinde geschlossen und viele warten darauf. Etliche Menschen strömen nach Shincheonji, um von der Wahrheit zu lernen. Im Jahr 2019 fand die Abschlussfeier mit 100.000 Absolventen statt. Wir planen eine zweite Abschlussfeier mit 100.000 Absolventen. Meinen Sie, dass das aus der Kraft des Menschen zu schaffen ist? Nein, ist es nicht. Das ist möglich, weil Gott und Jesus mit dem neuen Himmel und der neuen Erde sind. Was kann man also über die Shincheonji-Gemeinde feststellen? Man kann feststellen, dass die 12 Stämme der Shincheonji-Gemeinde des Tempels, des Zeltes, des Zeugnisses, das Reich des Sieges ist, welches nach dem Überwinden der Verfolgung laut der Bibel geschaffen wurde. Ja, sie wurde nach den Prophetien in Matthäus 10, Vers 25 und Johannes 16 verfolgt. Doch sie haben wunderbar überwunden. Sie haben mit der höchsten Wahrheit Gottes überwunden. Die Shincheonji-Gemeinde bezeugt weltweit ihre Siegesbotschaft auf Grundlage der Bibel. Wer bereit ist und mutig ist, den wahren Glauben an Gott zu führen, wählt den besten Ort für den Glauben, indem er unterscheidet, von wo das Wort der Wahrheit hervorkommt, anstatt die Glaubensgemeinschaft danach zu beurteilen, wie viel Macht oder wie viele Anhänger sie hat. Lassen Sie uns alle den Glauben führen, den Gott und Jesus anerkennen und mit dem ewigen Leben im Himmelreich gesegnet werden. Fassen wir die Lektion von heute zusammen. Die Bibel spricht davon, dass es zu jedem Zeitalter zwei Arten von Menschen gab. Einmal die Verfolger und einmal die Verfolgten. Die Verfolger sind vom Teufel. Die Verfolgten sind von Gott. Die Bibel zeigt, dass immer, egal zu welchem Zeitalter, die Angehörigen Gottes verfolgt wurden, während die Angehörigen des Teufels, wie in Johannes 8, immer gelogen und verfolgt haben. An den Werken erkennt man also, von welchem Geist jemand ist, ob jemand von Gottes Geist oder Satans Geist ist. Die Verfolgung geschieht außerdem bis heute. Die Realität der Verfolger in der heutigen Zeit sind die Hirten und die Mitglieder der traditionellen Gemeinden aus Offenbarung 6. Die Realität der Verfolgten sind die 12 Stämme des neuen Reiches und des neuen Volkes in Offenbarung 7. Es ist wichtig zu erkennen, dass die Verfolgung in der heutigen Zeit genau nach den Prophetien des Neuen Testaments der Bibel geschieht. Fakt ist, dass es heutzutage das Reich des Sieges von Gott gibt, welches nach der Bibel geschaffen wurde und dessen Angehörigen die Verfolgung überwunden haben. Seine Realität sind die 12 Stämme von Shincheonji, der Gemeinde Jesu, des Tempels, des Zeltes, des Zeugnisses. Die Angehörigen der 12 Stämme der Shincheonji-Gemeinde erleiden Verfolgung und viel Leiden. Es ist und bleibt ein Fakt, dass sie trotz der schweren Lage das Reich des Sieges ist, das nach der Verheißung des Neuen Testaments geschaffen worden ist. Seine Angehörigen wurden gemäß Offenbarung 14 geerntet und gemäß Offenbarung 7 versiegelt. Als letztes versprach Gott, dass sein Himmelreich der geistlichen Welt auf den neuen Himmel und die neue Erde kommen wird und Gott ab diesem Zeitpunkt ewig herrschen wird. Wer von Gott ist, wird sich über diese Nachricht freuen und sich mit dem neuen Himmel und der neuen Erde vereinen. Es kann aber auch sein, dass man nicht glücklich über diese Nachricht ist und sich stattdessen beleidigt fühlt und sogar durch die Verfolgung das Werk Gottes verhindert. Frage ist, möchte man das wirklich? Lassen Sie uns einmal selbst fragen, ob wir ein Angehöriger Gottes oder ein Angehöriger des Teufels sind. Lassen Sie uns einmal unser Inneres reflektieren und zu Gott gehören und eins in der Wahrheit werden. Liebe Pastoren, liebe Theologen und liebe Familienangehörige im Glauben, haben Sie heute gut aufgepasst? Im nächsten Seminar werden wir anhand der Mittelstufenlektion 22 von dem Gesetz des Neuen Bundes erfahren, das man heute zu halten hat. Die Hauptbibelstelle ist aus Hebräer 8.
Seien Sie dabei und erfahren Sie von dem Gesetz des neuen Bundes, das jeder Mensch heute zu halten hat, und von der Folge derer, die das Gesetz des neuen Bundes gehalten und nicht gehalten haben. Ich wünsche Ihnen weitere große Erkenntnisse. In dem nächsten Seminar wird Sie einen Lehrer begleiten, der noch besser predigt als ich. Ich freue mich, Sie zum nächsten Seminar zu begrüßen. Lassen Sie uns zum Abschluss im Sinne der Einheit in Gott und Jesus gemeinsam den Satz "We are one" rufen. Wir sind unabhängig von der Nation, Herkunft und Religion eins in Gott. We are one. Lassen Sie uns gemeinsam beten. Liebevoller und gnädiger Vater Gott, der du der Schöpfer des Himmels und der Erde bist, ich danke dir, dass du uns heute eine weitere Möglichkeit für das Shincheonji Online-Seminar gegeben hast, in dem wir über die Offenbarung des Alten und des Neuen Testaments bezeugen durften. Heute haben wir durch die Mittelstufe-Lektion 21 von dem neuen Himmel und der neuen Erde erfahren. Wir haben von dem Reich erfahren, das die Verfolgung besiegt hat. Die Bibel hat uns gezeigt, dass zu jedem Zeitalter die Angehörigen des Teufels die Angehörigen Gottes verfolgt haben. Wir haben erfahren, dass solche Verfolgung auch heute passiert. Doch der neue Himmel und die neue Erde hat mit der Wahrheit gesiegt. Wir haben erfahren, dass dadurch deine Herrschaft und die Friedenswelt beginnen wird. Vater, bitte leite uns, damit jeder von uns ein Teil der Hoffnung sein kann. Du siehst, wie zahlreiche Pastoren und Gläubige an diesem Seminar teilnehmen. Bitte schenk ihnen durch deine Wahrheit die Begegnung mit dir, dem wahren Gott, damit sie ein Teil deiner und Jesu Freude und Herrlichkeit sein können. Bitte schenk ihnen Gesundheit für ihren Körper und ihre Seele und schenk ihnen das Gelingen in allem, was sie tun. Dies alles habe ich im Namen Jesu gebetet, der uns vom Tod ins Leben geführt hat. Amen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Heute erfahren wir, wofür Gott überhaupt den Bund mit den Menschen geschlossen hat. Wir erfahren, welchen Bund wir heute zu halten haben und was die Folge vom Halten dieses Bundes ist. Jesus sprach außerdem, dass es die Passahspeise nicht zu essen geben wird, bis es im Reich Gottes erfüllt worden ist. Frage: Was ist die Passahspeise, die es im Reich Gottes zu essen gibt? Die Bibel beschreibt in den Prophetien der vier Evangelien und der Offenbarung des Neuen Testaments sehr genau, wer in der Realität den neuen Bund hält. Wie im Video angekündigt, findet in 3 Tagen wieder um 10 Uhr das nächste Seminar statt, zum Thema "Das Gesetz des neuen Bundes, das zu halten ist". Seien Sie dabei und erfahren Sie von den Voraussetzungen dafür, um ein Teil des Himmelreichs der Hoffnung zu werden. Das Online-Seminar von Shincheonji über die Offenbarung des Alten und des Neuen Testaments in der Kapitel wird aktuell auf den offiziellen YouTube-Kanälen von der Shincheonji Kirche Jesu in 4 verschiedenen Sprachen weltweit ausgestrahlt. Zahlreiche Pastoren von verschiedenen Denominationen haben ihr Interesse für die Zusammenarbeit gezeigt, nachdem sie an unseren 2 vergangenen Seminarreihen teilgenommen haben. Einmal an dem Offenbarungsseminar unter dem Titel "Das Zeugnis der Prophetien der Offenbarung des neuen Bundes Gottes und der Erfüllung" und an dem Grundstufenseminar unter dem Titel "Zeugnis der Gleichnisse und der Realität der Geheimnisse des Himmelreichs". Viele haben bereits die MOU mit der Shincheonji-Gemeinde geschlossen. Bei Fragen über das Thema von heute oder auch bei allgemeinen Fragen an die Shincheonji-Gemeinde Jesu können Sie sich gerne an folgende Nummer wenden. Die Ansprechpartner des jeweiligen Stammes werden Ihre Fragen beantworten. Dann lassen Sie uns zum Abschluss gemeinsam das Vaterunser beten, das der Herr uns beigebracht hat. Wir beten.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und auf Wiedersehen.